Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silphi. Ihr bemerkt hier auch schon den etwas anderen Loading Screen und den erhöhten Ping und die Tatsache, dass es eigentlich auch schon auf dem Thumbnail zu sehen ist und auch im Titel. Ich bin auf dem PBE. Ich spiele die neue Evelynn, die hier ihr Update bekommen hat. Und ja, Leute, sie wird ein Jungler sein, was ja auch im wie hieß das Video nochmal? Wie nennt man solche Videos? Im Reveal-Video da gesehen haben. Von daher möchte sie einfach auch mal im Jungle ausprobieren. Generell gucken, wie sind ihre Ratios, wie sind ihre Combos und so weiter und so fort. Der PBE ist noch ein bisschen leicht buggy, ne? Ihr seht hier, dass hier zum Beispiel, das hier soll mein Keystone sein, I guess. Hier gibt es noch weitere Keystones, die hier noch alle geupdatet werden müssen. Mir fällt es jetzt auf. Evelynns Passive ist useless vor Level 6. Sie hat nicht mal eine Passive vor Level 6. Okay. Anyways, Evelynn wurde halt, wie gesagt, darauf designt, ein Assassin-Jungler zu sein. Einfach nur die W, ne, hat ja so keinen Schaden auf Champions, aber sehr viel gegen Monster. Ne, 260. Habe ich heute AP dabei? Doch, ich habe ein bisschen AP, ne? Der durch meine Runen, die ich habe. Mit Q sollte der Camp Clear möglich sein. Müssen wir einfach mal gucken, ne? Leider habe ich keine Armor in der Runenfeld mehr. Woher habe ich 9 Armor? Warte mal, woher? Bestimmt irgendwo in einem Baum, oder? Oder vielleicht, wenn man einen Smite dabei hat, gibt es automatisch ein bisschen Armor, oder? Weiß ich halt gar nicht. Ich dürfte niemals neuen Armor haben. Ha, okay. Gut, ich versuche mal hier den Start mit dem Raptor Camp. Es sollte eigentlich möglich sein, wobei die Q echt viel cooler hat. Ich achte mal noch, dass ich den jetzt zuerst marke. So, und ich kann dann jetzt einfach nochmal hier die Qs durchspammen. Oh, lol. Oh, nicht, warte mal. Warte mal, das Campy ist for free. What the fuck? Ach ja, stimmt. Die Fähigkeit ist ja extra verstärkt gegen Dingens. Okay, lass mal gucken. Ich denke mal, das hier ist besser. Oder? Okay, wir spammen hier einfach nur unsere Qs durch. Leider gibt es ja keine Text. Leute, was ist denn das für ein Clear? Der ist ja super behindert. Da kommt man ja super easy durch. Okay, ich hätte, glaube ich, eher die E's gehen sollen. Lass mal kurz auf Cooldowns nochmal achten. In 15 Sekunden, 8 Sekunden. Okay, vielleicht wäre die E doch nicht ganz so schlecht gewesen, ne? Okay, das ist unlucky. Ich kann diesen Clear nicht machen. Oder warte mal, lass mal kurz nachgucken. Und zwar, was mich dann hier vielleicht doch etwas interessiert, ist, wie sieht es denn überhaupt mit meinem Mana gegen Ende des Clears aus? Wenn ich ihn dann halt trotzdem so mache, ne? Weil vielleicht kann es sein, dass das so ein Clear ist, wo man sagt, okay, wenn man für mich leasht, ist es kein Problem. Was es hier sogar echt sein könnte, weil ich würde ja jetzt nochmal mein Level up bekommen, was nochmal mehr Mana bedeutet und alles. Okay, ist das hier worth it? Lalalala. Oder ich nehme Q nochmal mit. Was den Damage. Ich denke mal, jetzt nochmal einen Punkt in den Q zu skillen wäre halt echt nicht dumm. So, ich muss hier warten, bis das Mark fertig ist. Muss dann angreifen. Weil das ist eine Fähigkeit, die man hier wirklich konstant durchspammt. Reine Vermutung, ne? Dann kann ich den hier jetzt auch smiten. Warte hier nochmal kurz darauf. Ihr dürft dieses Mark halt nicht zu früh auflösen. Und dann zack. Mal extra Damage mit dem Taunt zusammen. Ich bin hier clear? Verdammt stark, also muss ich echt sagen. Die Hate Spikes haben ja fast gar keinen Cooldown. Also Leute, ohne Leash, mit nur einem Pot und der an sich gesehen schwierigsten Route, die es gibt, bin ich... Ich wäre full life, würde ich aus dem Jungle rauskommen. Und Krabbe ist auch super easy zu machen, weil wir einfach ein CC-Spell haben. Ich muss... sagen, der Clear, warte mal, Refund Six Spikes hates cooldown, the Lasher hits a minion, hits a monster, hate spikes prioritize, okay. Casting Allure does not remove Evelynn from, okay. Warte, was mich mal interessiert ist, ich meine, wir sind im Jungle, ne? Und eigentlich muss der Kack hier komplett durchgecastet sein. Warte mal. Ist aber auch auf Jungle Monster so? Okay, nein, auf, das heißt, selbst auf Jungle Monstern müsst ihr den Misty erst beenden. Warte, warum kriegt das? Dealing Magic Damage equals to the max health dann 30%. Oh, das ist cool. Ui, das kann ich laufen. Okay.
Gut, ich will jetzt aber eben einmal wissen, warum der gekreditet hat. Entering. Achso, ich glaube, das sieht. Ich glaube, das ist normal bei ihr, oder? Ich glaube, das ist unabhängig davon, auf wem ich es drauf mache, dass es wie ein Crit aussieht. Ja, da war es auch gerade ein Crit. Okay. Gut, dann haben wir hier eben einmal die Basics zu ihr im Jungle. Also, der Clear ist abnormal gut. Der ist legit abnormal gut. Ich glaube, man könnte hier, ihr kennt ja meinen Ränger Level 6 Clear, den ich mache. Ich glaube, den könnte man theoretisch mit Evelynn auch machen, wenn man einen guten Leash bei den Raptors bekommt. Einfach nur eine Vermutung. Okay, was ja das Interessante dabei ist, ab 6 könnt ihr auch unsichtbar werden. Na, so hier. So, ich kaufe mal ein normales Item, was ich in Jungler holen würde. Was soll ich mir zuerst holen? Ich würde mir, glaube ich, wahrscheinlich einen Smite holen. Oder? Doch. Weil gerade mit dem Smite nochmal erhöht Mana-Rack und alles und jenes. Lass mal kurz gucken, wie das aussieht, wenn ich auf einen Champion draufgehe. Okay, mit der Ulti. Leute, bis zu 300. Warte, was ich mich erstens frage, ist, gibt es einen Indikator dafür? Das ist das Wichtige. Okay. Komm her. Die machen wir erstmal low. Ist sie jetzt auf 30%? Ey, yo, Kollege, komm her. Gibt's einen Indicator für... Okay, nein. Oh, doch. Okay, jetzt da. Okay. Weil einige Champions haben den Indikator. Chugach gehört zum Beispiel mit dazu. Wenn ihr mal selber Chugach gespielt habt... Warte, warum wurde ich jetzt aufgedeckt? Wenn ich zu nah rangehe? Oder wenn ich geautotackt werde? Okay, nein, wenn ich geautotackt werde. Oder? Das kann ein Ortex sein. Wenn ihr Cho'Gath spielt und der Gegner einen Kreis um sich herum hat, dann wisst ihr, dass eure Ulti das Ziel umbringen wird. Okay. Wenn ihr Zed spielt und der Gegner auf seinem Kopf ebenfalls eine Markierung hat. So, kurz muss ich hier mal voll heilen. Wenn er so einen Shuriken oben hat, dann wird der Pop der Ulti ihn umbringen, wenn halt nichts anderes passieren sollte. Okay, warte mal. Was? Ich denke mal schon, dass man Q-Max, oder? Also, lass mal nachgucken. Q gibt mir einen insanely guten Clear. Nein, man mag schon Q. Weil du hast halt den Anfangs-Damage, ne? Der halt, oder wird um 5 erhöht. Danach nochmal jeder weitere Spike um jeweils 10, hast du 35 Damage mehr. Und du kannst es wirklich mehr oder weniger auch so ein bisschen spammen, ne? Wobei, nein, das ist nur, wenn ich auf Monster drauf gehe. Der ist aber auch auf dem 8 Sekunden Cooldown. Gib mir aber an sich mehr Damage. Aber der Empowered Damage kommt ja erst dann, wenn ich auch Level 6 bin. Nee, ich denke mal 3 Punkte Q und danach E-Max. Einfach nur so jetzt als erster Eindruck. Aber okay, ne? So, was ihr machen wollt, ist, würde ich mal sagen, ihr jumpt den Gegner, wartet kurz, bespringt ihn dann und hättet jetzt eigentlich eure Ulti ready, die ich hier in diesem Fall einfach nicht habe, weil sie auf Cooldown ist. Und tötet den Gegner. Super einfache Combo. Warte mal. Ich mach mal hier kurz Toggle Towerfire aus. Geh zu ihr hin. Refresh eben meine Cooldowns. Aber sollte mich der Gegner nicht davon sehen? Ich könnte schwören. Also vielleicht bin ich behindert, ne? Vielleicht bin ich behindert. What? Okay, Toggle Minion Spawn. Kann ich wieder meinen Invis bekommen? Hallo? Ich könnte schwören, dass mich eigentlich der Gegner davon sehen sollte. Okay, wie gesagt, ne? Das ist hier die Evelynn-Kombo nochmal. Ihr charmt euren Gegner. Bespringt ihn dann eigentlich drauf. Q und finisht mit Ulti und verpisst euch. Das ist die Kurzfassung davon. Fassen wir das Ganze eben einmal zusammen. Evelynn ist ein, was wenn wir nur auf den Jungle achten, ein extrem starker Jungler. Das steht für mich fest, weil nicht nur, dass die noch ein bisschen Life-Rack hat, ne? Weil wenn sie unter das Geld mit AP? Okay. Warte, wie gut scaled das mit AP? What? Das scaled super gut mit... Warte mal. Einen Moment. Also, gehen wir mal davon aus, ich bin eine Level 18 Evelynn, die scheiße viel Gold hat. Die Fullbild geht, ich meine, was wird nicht gehen? Ja, das Item würden wir ausbauen. Und eine Rabadons. Und eine Banshee. Und Schuhe. Und ein Gunblade. Und ein Voidstar. Einfach nur irgend so ein spontanes Bild. Was mir jetzt. Das wäre jetzt
Mein erstes Bild. Okay, und nochmal ein Pot drauf. Natürlich sind wir so gefeedet, Leute. Wir haben noch 75.000 Gold über. Digga, what? Das ist echt viel. Das ist immer so ein Drittel Leben. Und dann gibt es 50 Lifehack drauf. Das ist super strong, finde ich. Warte, wir können auch nochmal generell ausnutzen, um uns hier die Scalings anzugucken. Die Q ist oder so ganz nice, ne? Ihr dürft halt nicht vergessen, ihr könnt es viermal casten, so gesehen. Das ist scheiße viel Damage. Die W. Scheiß drauf. Wobei, das Ding ist ein halbes Smite. Das Ding hier ist vom Damage ein halbes Smite, ne? Wobei, ein Monster ist halt immer was völlig anderes. Die E hat einen ganz guten prozentualen Wert. Gerade halt, wenn man wirklich das aus dem Stealth rausmacht. Scheiße viel Damage. Und die Ulti ist ein sicker Execute mit bis zu 2000 Damage. Natürlich sind wir auch im Super Late Game. Ist natürlich was anderes. Aber ja. Um es nochmal kurz zu fassen, Evelynn ist ein sehr guter Jungler, wenn es nur um den Clear geht. Wenn es ums Ganken an sich geht, ist sie eigentlich auch ziemlich gut. Einige von euch werden sich denken, okay, Pre-6 ist Evelynn scheiße. Was auch ein bisschen berechtigt ist, dass ihr das denkt. Aber wenn ihr mal so darüber nachdenkt, warte mal, wir holen mal hier in den Gegner hin, ne? Oh, den sehe ich gerade eh nicht. Okay, warte. Gehen wir auch mal davon aus, unser eigener Mate ist hier. Zack, ne? Die W hat halt eine ziemlich hohe Range. Ihr könnt da hingehen, für einen Gank ansetzen, eure E-Kasten drauflaufen und danach direkt mit E drauf connecten. Meiner Meinung nach ist die Range der W viel zu hoch. Ich meine, was ist denn das Counterplay dagegen? QSS? Banshee? So. Finde ich nicht so cool. Finde ich nicht so cool. Die Range von der W sollte ein bisschen kleiner sein. Der Dash von der Ulti ist auch nicht. Von der E ist auch nicht ganz so hoch. Aber generell. Oh, warte, sie proppt auch nicht Effekte. Hitspell wäre, glaube ich, viel besser als Gambit. Okay. Leute, das hier war's mit dem Video zu Evelynn. Ich finde sie geil. Wer auch gestern im Stream dabei war, der weiß genau, ich finde sie geil. Bisschen overtuned, zumindest wenn es um die W geht. Wie es dann in einem richtigen Gameplay aussehen würde, ist halt was anderes. Ich werde versuchen, auf dem PBE für euch ein richtiges Gameplay hinzubekommen. Und ja, Leute, ihr könnt ja eure Meinung wie immer in die Kommentare reinschreiben. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschüss, tschüss, hau die rein und bis zum nächsten Mal.